Moin, ihr alten Artefaktjäger und Zonengänger. Willkommen zurück zu Chernobylite. In der letzten Folge, passt auf, oder danach, habe ich unseren Revolver aufgewertet. Und zwar, ja, schon ordentlich. Ich weiß nicht, ob man den jetzt, kann man sich nicht weiter angucken, aber auf jeden Fall wesentlich mehr Schaden. Und dann war ich noch bei Oliver und habe noch einen Fähigkeitspunkt investiert, auch für mehr Schaden. Und mal gucken, wenn wir die restlichen vier machen, wahrscheinlich in schneller oder mehr Sammeln investieren, würde ich sagen. Dann, achso, wollte ich euch noch zeigen. Ich habe noch ein bisschen gebaut, aber irgendwie fehlt trotzdem überall immer Material. Und zwar ein Labor, ja. Und, hier können wir Rüstungen bauen. Und zwar eine taktische Rüstung. Mit 6 Schutz, eigentlich richtig cool. Aber fehlt ein bisschen Material und wir brauchen dann dafür Keramikplatten. Und die haben wir gar nicht, also nicht mal gefunden oder so. Und bauen wäre drin, eine. Aber nützt ja nichts ohne die Rüstung. So, hier ist ne? Erste-Hilfe-Sets, habe ich gemacht, 1. Hab dann allerdings festgestellt, ist auch nicht so richtig sinnvoll. Weil, heilt 6 Punkte. Kostet aber doppelt so viel wie die Salbe. Also, gleicht sich das aus, wenn man beides bei hat und schwer getroffen ist, muss man dann entscheiden, was mehr Sinn macht. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Antistrahlungssalbe gekocht und Beruhigungssalze, die gönnen wir uns auch gleich nochmal. Weil irgendwie ist unser Brain ja schon am Limit die ganze Zeit. So, ja, auf jeden Fall ein bisschen was gebaut. Wir haben ein Bettchen für Mikael, aber uns fehlt trotzdem noch an allen Ecken und Enden Material. Jetzt hoffe ich, dass wir die Mission von letztens nochmal wiederholen können. Warum seid ihr denn jetzt wieder angeschlagen, Alter? Ihr habt doch Brot gekriegt. Ah. So, ja, doch, hier steht's. Wir können das nochmal wiederholen. Finde ich ganz gut, weil ich war so überrascht. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht, ne? Ich meine, das hat mir übel Spaß gemacht, weil das ja auch noch so Missionen sind, die ich noch nicht kenne. Aber, wie der Stalker dann da aufgetaucht ist, der Schwarze, da war vorbei bei mir, ne? Einfach, wir haben auch so durch Glück überlebt, ne? Durch dieses Adrenalin. Ohne die Spritze wären wir drauf gegangen. Und die hat man halt nur eben dabei. Ich habe geschaut, wenn man, die können wir auch bauen an unserem Labor. Aber 15 Kräuter und einen Haufen anderen Schnulli. Also haben wir da irgendwas verbraucht, was echt... Похоже, она там всем управляет. Железная женщина. А все эти самоселы говорят, вместе можно и море осушить. А можно ли вместе отыскать давно утраченную любовь? Habt ihr gerade gesehen, diese The Chernobylite um den Sarkophag ringsrum ist massiv mehr geworden und das Militär auch. Ich weiß gar nicht. Das wird wahrscheinlich demnächst irgendwie schief gehen. Dass dieser schwarze Stalker wahrscheinlich öfter auftaucht. Und das Militär halt immer mehr starke Einheiten schickt. Jetzt mal gucken, ob jetzt diese komische Vieh hier wieder auftaucht. Also da fand ich das Gegnerdesign echt cool, ne? Klar, wenn man sich da ein bisschen eingespielt hat, dann ist das... Kann man mit denen auch umgehen, aber... So, für die erste Begegnung fand ich es echt nicht schlecht. Alter, schaut euch mal an. Seht ihr das da vorne? Wie das jetzt überall wächst hier? Oh, und ich werde davon irgendwas hier sehen. Ach, da steht hier so ein... Ich würde sagen, wir testen einfach mal den Revolver, oder? Der ist doch nicht tot, oder? Echt jetzt, ja? Krass. Почему ты так долго? Я вижу твои мысли. Was ist denn hier los, Mann? Почему ты так долго? Найди меня. Нам суждено быть в
вместе. Alter, heftig. Also. Все умерли. Заперты в кристаллах чернобылита. Раздавлены. Задушены. Hey, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass sind wir da letztens dran vorbeigelaufen, oder? Da vorne war auch schon wieder so ein Vieh. Da hinten auch. Wir müssen. Oh, Alter. Wir müssen uns beeilen, ja. Also, aber ich erwische mich dann auch immer wieder dabei, wie ich alle möglichen sammeln will. Wir machen uns mal schnell auf den Weg zum Dorf, quatschen das da schnell ab, dass wir diese Mission fertig haben. Weil dann bekommen wir auch Olga als Begleiterin. Das weiß ich irgendwie noch. Also das habe ich auch mal gemacht. Zwischen einem Update schnell gespielt die Mission. Ich weiß aber nicht mehr. Oh, kacke. Da ist er. Was man bei ihr lernen konnte. Ey, dass er gerade so schnell umgefallen ist, ne? Das feiere ich richtig. Oh fuck. Und zack, da ist nämlich wieder. Was habe ich denn jetzt aus Versehen wieder eingesetzt, Alter? Ich habe mir die Rüstung ausgezogen. Habe ich mir gerade die Rüstung ausgezogen? Warum ist denn die Rüstung auf den schnellsten Mod? Was ist denn das für eine Scheiße? Okay. Macht überhaupt keinen Sinn. Wird immer besser als ein Medikit zu verschwenden. Ah, ja, und ja. Ah, ich hätte gar nicht auf die Schrumpfende wechseln müssen. Okay, ist egal. Hey, wir haben jetzt auch 9 Schuss statt 6. Deswegen habe ich gewechselt. Weil ich dachte, jetzt jeden Moment versuche ich dann zu schießen und dann ist das Ding leer. Also ich bin ein bisschen auf der Jagd, ne? Oh, okay. Sie. Nee, scheiße. Man hat die Rüstung jetzt ein bisschen was weggeblockt. Aber, oh, da sehen wir die. Wie die Psyche leidet, wenn die uns treffen? Wo ist jetzt mein Zeug hin hier? Soll's ja essen. Okay. Auch nicht so geil. Meine Schießkunst ist auch nicht so richtig sexy. Und? Munition ist jetzt low. Na gut, aber wir haben uns mal ein bisschen ausprobiert. Naja. Das kennen wir ja schon. Ja, Revolver ist halt auch nichts für große Entfernung. Ich glaube, da müssen wir schon ziemlich tief in den Hintern kriechen und dann. So, dann drücken wir uns jetzt schnell durch. Müssen wir, glaube ich, das gar nicht machen. So, ansonsten hat uns hier eh keiner geholfen. Lass uns raus. Ja. So. Was ist denn da vorne? Wieder so Trugbilder. Die Soldaten sind auch wieder da. Внимание,
внимание! Неблагоприятная радиационная обстановка. Nein, nein, du hast mich nicht gesehen. So, da warten wir jetzt wieder. Die müssen wir jetzt abwarten. Okay, das stimmt ja. Da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Der läuft ja hier lang. Upsi. Heil selber, cool. Wie beim letzten Mal. Aber er war doch ohne alleine, ne? War er nicht ohne einen Sergeant bei oder sowas? Oh oh. Kommt noch einer. Er bleibt da stehen, okay. Dann ist das jetzt unser Moment. Komm schon. Alter, was ist mit ihm? Okay. Haben sie den jetzt durch normalen Soldaten ersetzt? Ist also nicht immer gleich. Oh, Sprit und eine Schrotflinte. Hat er noch zusätzlich bei gehabt. Alright. So, schnelles Sammeln. Oh, die Strahlung, Alter. In der Hoffnung, dass hier nicht so ein Fiene rumrennt. So, hier ist ja bestimmt nicht nochmal was drin, oder? Nein, nein. Okay, dann gucken wir oben in den Zug. Falls wir irgendwie reinkommen. Ah, dank der Dietrich, ja. Verbesserte Schrotflinte, okay. Das ist bestimmt besser als unsere, ne? Stangenmagazin. Wechseln wir die mal aus. Ey, cool mit Rotpunkt und so. Und wie viele Schuss da drin sind. Leute. Oh, jetzt schon wieder los, ey.
Überleg mal, Eggman, klar, ich hab wieder rumgesponnen zwischendurch, ne, aber. Oh, das ist ein Heavy. Ein Heavy. Das ist echt dann schon doll. Vorne Ton wieder inner. Ich will eigentlich Jakin von denen anfassen. Ich will nur schnell. Ach, das sind so ja drei. Ja, der eine kam ja hierher, ne? Ja, ich glaube, wir kriegen wieder einen schon auf den Sack. Komm schon. Warum müssen die denn immer so rumfliegen? Ist hier nochmal was drin? Nee. Ich bin Ninja, ihr könnt mich nicht wittern. Also wir müssen da jetzt irgendwie rinnen. Kurz warten, bis der Schwere hier vorbei ist. Oh, Alter, da drin ist auch noch einer. Schnell ranklemmen. Wenn man wüsste, dass der Stalker sich auch mit den anderen Affen kloppt, ja? Которые у нас украли. А потом меня схватили эти гады. То есть они украли еду, а потом устроили на тебя засаду? Что-то не сходится. Тихо. Они все еще там. Нам надо быть осторожнее. Мы сможем проскользнуть мимо них. Почему я все еще под замком? Выпусти меня и давай возвращаться к Ольге. Я прослежу, чтобы тебя отблагодарили. Befreien die natürlich. Возвращайся, Благи. Спасибо. Я замолвлю за тебя словечко. Und dann müssen wir hier richtig dringend weg. Ist er jetzt hinter mir? Nee. Alter, 12 Mal. Achso, weil wir das mitnehmen müssen. Alter, das ist dieser, der ist schwarze Stalker, der kackt uns auf den Sack. Ich guck mal jetzt nicht den Zettel, wo hab ich den übersehen? So, jetzt müssen wir hier irgendwie weg. Wo ist denn der schwere Schütze? Alter, er läuft da. Was
Aus irgendeinem Grund war ich gerade hart verlangsamt wieder. Wir nehmen jetzt richtig die Beine in die Hand. Sobald ich hier außer Sicht bin. Scheiße, ja. Kacke, die Viecher sind überall. Aber wir müssen jetzt nochmal ein Dorf, richtig? Sieht das richtig? Wir müssen nochmal zurück. Na dann los. Einfach nur die Mission schaffen. Der taucht die 100%ig auf, ne? Aber da liegt, Leute, was da liegt. Aber ja, ey. Die Atmosphäre ist cool. Schnell, 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 schnell. Lasst mich rein. Ich bin gut da. Ich habe Essen mitgebracht. Я правда должен сам их вернуть. Я отдам их Ольге, клянусь. Или ты мне скажешь, в чем дело. Или ничего не получишь. Ну ладно, ладно. Послушай, я годами пытаюсь помочь этим людям. Показываю, как было бы лучше все устроить. Учу самоорганизации, всему такому. Продолжай. Но они мне почему-то не доверяют. Слушаю только Ольгу и этого старого хрыча Матвея. Пойми правильно, я люблю Ольгу. И всех их люблю. Они моя семья, цель моей жизни защищать их. Даже вопреки их желаниям. Думаю, они не доверяют тебе просто потому, что ты брехло. Что ты задумал делать с этими припасами? Матвей должен знать свое место. Он безрассуден, и за его решение мы все можем погибнуть. Хватит ему всем тут заправлять. Я хочу подмешать кое-что в его еду. Просто, чтобы он стал чуть более, ну, покладистым. Тогда я смогу изменить нашу жизнь к лучшему. Ольга увидит, что я прав. Матвей голову задурил. Нужно положить тому конец. Да? Просто охренеть. Не знаю, что сказать. То есть это все твоя личная вендетта? Я доктор, ты же знаешь. Я буду очень аккуратен с дозировкой. Ничего страшного не случится, поверь, так всем будет лучше. Помоги мне, и тебе здесь всегда будут рады. Что бы тебе не понадобилось, я для тебя это достану. Прежде чем я решу, проясни для меня одну вещь. Ты сам украл припасы, чтобы все это провернуть? Да! Да, украл! Но только потому, что мне не плевать на это место. Я сделал сложный выбор ради всеобщего блага. Надеюсь, ты поймешь меня и тоже поступишь правильно. Сам знаешь, тебе понадобится союзники. Ja. Sind auch hart einmischen. Na los, machen wir. Будь по-твоему, и помни. Теперь ты передо мной в долгу. Да, да, разумеется. Okay. So, hat die Vorrede. Wir haben ihn gerettet. Oh oh. Wir sind einfach zu lange hier, ja. Alter, ich kann nicht mit ihm sprechen, weil der schwarze Stalker jetzt draußen rumturnt, oder was? Oh, ernsthaft? Ist der vorm Tor, oder? Der kommt ja hier bestimmt nicht rein, oder? Ich hab ja einen schönen Revolver. Oh, oder ist er jetzt weg? Ist er jetzt weg? Die Anzeige ist ja weg, ja? Ja, ja, super. А что насчет похитителей? Байт? Да, конечно. Но у нас было бы одной проблемы меньше. Что ж, рано или поздно мы до них доберемся. Ты меня выручил, Игорь. Ты человек слова. Спасибо, что спас Костю. С ним бывает непросто, но я люблю его. Если тебе что-то понадобится, что угодно, ты знаешь, где меня найти. Ну, тимгефährte. Как насчет того, чтобы объединить усилия? Уже у твоих людей здесь все под контролем. А мне бы пригодился человек с такими навыками и целеустремленностью. Что ж, а мне бы пригодился человек, который столько знает о технологиях НАР.
Да. Думаю, какое-то время Матвей без меня. Веди. Я открою для тебя портал. Cool. Ich möchte gleich mit durch. Ich will gleich mit. Ich will gleich mit. Ich frage mich, was die anderen in der Zeit jetzt hier machen, ja? Die drossen übel die Post ab, alle stehen sind im Dorf, als ob das. Oh, ist okay, ne? Oh, schon wieder so ein Tschernobyl-Sturm. Gleich reißen uns die Hütte weg. Würde mich echt mal interessieren, aber ich hab wohl nicht die Eier. um das mal auszusetzen. Was passiert, ja? Genau, Schatten. Ach, ich nenne die Schatten. Кстати, хотел спросить. Нар ведь только часть проблемы. Как вы защищаетесь от теней? Мы называем их скрытнями. Но они не приближаются к поселку почему-то. Однажды я спросила об этом Матвея, но он мне толком ничего не ответил. Сказал что-то про особенный местный микроклимат. Микроклимат, говоришь? Главное, что в поселке нам хотя бы эти чудовища не угрожают. Я доверяю Матвею, мне его слова достаточно. Как вы справляетесь, Нар? Как получится. Обычно с помощью пистолетов и ножей, и всего остального, что может отправить этих уродов на тот свет. Не пойму, почему они так вас донимают? Вы же никого не трогаете. Мы сначала тоже не понимали. Думали, мы как-то договоримся, и они оставят нас в покое. В этой глуши места всем хватит. Сначала наемники согласились закрыть на нас глаза, но потом стали приходить и требовать... Дань? Именно. Началось с мелочей, но эти уроды быстро обнаглели. Неудивительно. Один раз даже захотели одолжить несколько барышень из... Кошмар какой. Я, кстати, вызвалась пойти. Сказала Матвею, барышня из меня так себе, но я схожу. Матвей ответил, только через мой труп. Послал этих ублюдков из нарко всем чертям. Отлично его понимаю. Он твой отчим. Он волновался о том, что они с тобой сделают. Да нет же. Он знал, что если я пойду, там будет гора трупов с отрезанными членами. Думаю, он хотел оттянуть начало полномасштабной войны. Ничего себе, Ольга. Ну ты даешь. Okay. So, Happy verteilen und dann möchte ich wissen, was wir hier lernen können, Neuert. Angeschlagen, aber erfolgreich und hat eine Keramikplatte mitgebracht. Wie cool. Und er war auch erfolgreich. Okay, stark. Richtig gut. So, was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt doppelte Rationen... Igors Psyche wird sich verbessern, weil er sich satt essen kann. Könnten wir alle hier brauchen irgendwie, ne? Obwohl, nee. Seine Gesundheit. Doppeltes Essen erhöht Gesundheit und Moral. Also wir hauen jetzt mal einen raus hier. Dann geht es uns allen vielleicht ein bisschen besser. Ist das jetzt die Schrumpf da hinten? Nicht wirklich, ne? Seh ich mal diesen grünen Batzen da an. Wir müssen irgendwas bauen, um das hoch einzuschränken. Aber das habe ich noch nie gemacht. So, erstmal Pilzfarm. Zack, zack. Ein paar Kräuter. Gucken wir, ob wir Olga lernen können. Что нового, профессор? Думаю, что делать дальше. А мне надоело думать и планировать. Пора уже поднять свои задницы и что-нибудь сделать. Например, устроить наровцам настоящий ад. Ты их правда так ненавидишь? Совсем не ненавижу. У меня даже есть среди них пара своих, которые старуют. Но вообще нар. Это чистое зло. Их нужно уничтожить. По-моему, похоже на нет. Они отняли у меня мать и друзей. Эти уроды наживаются на людских страданиях. Нет ничего. Арендовали землю у продажных властей и зашибают миллиарды на непроверенных технологиях. И у них твоя Татьяна. Мне продолжать? Да, я здесь из-за Татьяны. Если я узнаю, что они с ней что-то сделали, я заставлю их за... Но уничтожение Нар не входит в мои планы. Я здесь не для того, чтобы сделать... А зря.
Я просто никак не могу понять, почему твое поколение заключило сделку с дьяволом. А что я должен был сделать? Засадить дьяволу в лицо из двустволки. Из обоих стволов сразу. В эпоху, по которой ты так скучаешь. Тебя могли арестовать просто так, за то, что ты заговорил вне очереди. Или купил хлеб без продовольственной карточки. А потом бы еще и за твоей семьей пришли. Чтобы выжить, приходилось идти на компромиссы. Иногда очень неприятные. Я бы боролась против угнетателей. Ничего бы у тебя не вышло. Тогда оказаться в подвалах Лубянки было куда проще, чем купить на Красной площади поддельные часы. Но времена меняются. Возможно, твое поколение сможет добиться перемен. Тренируем. Привет, Ольга. Слушай, ты можешь... С радостью. В зоне нужно уметь о себе позаботиться, если... Ordnung. Wie? Deine Tasche wird um 6 zusätzliche Fächer erweitert. Ja, ich dachte, das macht hier Michael schon. Ah, Gesundheitsleiste kann man auch verlängern. Krass. Und Kontrolle? Sturmgewehrschaden. Ja, das mit der Gesundheit ist ganz interessant, ne? Aber ich glaube, noch ist es nicht ganz so schlimm, obwohl es eine coole Sache ist. Только прямо сейчас я не могу. Können wir ihr noch irgendwie... Nужно по-другому распределить снаряжение. Давай. Только бардак не устраивай. Dann soll sie doch die hier haben. Rüstung habe ich gerade nicht am Mann. So. Das ist ja schon mal cool. Wie geht's uns so? Wir müssten eine Salbe einschmeißen und ein bisschen Pilze bekochen. Pilze haben wir echt viel. Da sind wir deutlich besser geworden. So, wo ist er hin? Und einmal Salbe. Aufteilen? Achso. Und dann müssen wir irgendwie Luftfilter installieren. Ja, und ein drittes Bett brauchen wir ja auch. Stimmt ja. Und schon mechanische Teile, ne? Irgendwie ein großes Problem. Ich will auch nur ihn bauen. Bauen wir mal hier hin, dann wird direkt am Bettchen saubere Luft gemacht. Geht das hier? Aber wenigstens ein bisschen was getan. Ah, diese Sammeln, ne? Wir suchen mal Michael. Wo treibt der sie denn rum? Der muss ja hier auch irgendwo rumschimmeln. Da unten. Auf jeden Fall sammeln erhöhen. Igor, мать твою! Реально больно! Was ist denn ernst? Oh, Typ. Wozu hab ich dir denn Essen hier? Другое дело. Фух. Спасибо, дружище. Миша, ты всякое повидал. Можешь научить меня выживать в зоне? Kann er. Perfektes Sammeln. 30% mehr Ertrag und los. Отлично. Können wir uns nochmal schön draußen satt fressen? An Kräutern und Pilzen? Думаешь, собирать припасы это так просто? А вот хрен там плавал. Тут понимание иметь надо. Например, растения с большими листьями часто растут рядом со своими родственниками поменьше. Или даже под ними. Так что все сливки снимают наблюдательные. Ну, готов применить уроки дяди Миши на практике? Сейчас мы с тобой сделаем лечебную мазь. Найди два гриба и два лечебных растения. Кстати, мое время стоит очень дорого. Поэтому я дам тебе на это всего 60 секунд. 3, 2... Хрен с ним, давай уже. Найди мне этих проклятых грибов и трав, профессор! Was ist denn mit ihm? Oh, hier. Mechanical Parts, Alter. Schnelles Sammeln, dicke Pilze. Fette Kräuter.
Sekunden. Ich würde hier so nie was finden um diesen Scanner, ne? Du kannst 20 Sachen wobei loben. Die Teile sind wichtig. Nein, 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 nein. Ich renne doch schon. Bitte, bitte, bitte. Haben wir, glaube ich, ganz gut leer gemacht. Ich glaube, wir haben echt alles gefunden. Неплохо, неплохо. Теперь давай сделаем мазь. Ладно, на этом пока и закончим. Ach, die macht ja nicht wirklich mit uns. Mega. Kann man das hier irgendwie noch... Ach, hier unsere Fähigkeiten. Was ist das hier? Ah, okay. Das hätte ich auch noch nie gesehen, dass das so dargestellt wird hier. Und zerrt nicht an deiner Psyche, also gar nicht. Prozent. Wird das denn zusammengerechnet? Hoffe ich doch, oder? Ansonsten jetzt allen Newton, nur unser Beziehungsstatus ist nicht so gut zu Oliver. Dabei haben wir den eigentlich voll hart unterstützt, ja? Okay. Na gut, Leute. Das ist wie immer überlang. Ja, das bringt das irgendwie so mit sich, ne? Wenn man eine volle Mission machen will mit Anschluss. Ihr kennt das ja. So, sagt Oliver gute Nacht. Wir schrauben jetzt noch ein bisschen an seinem Revolver rum und dann wollen wir uns noch eine Flasche Wodka über den Kopf helfen. Uns ein bisschen die Helme lackieren und dann treffen wir uns morgen wieder, wenn ich aufgestanden bin. Ne? Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.